Mit Präzision, Taktgefühl und Akrobatik wollen diese jungen Frauen an die Spitze und hier in Baunatal Norddeutschlands beste Gardetänzerin werden. Die großen Ritter Karnevalsgemeinschaft gegen 52 Vereine. Alle mit nur einem Ziel: die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport. Aber vorher heißt es erstmal hübsch machen. Trainerin Ann-Kathrin Metz weiß, beim Outfit zählt jedes Detail. Jetzt ist zum Beispiel hier, ist schon ein bisschen mehr von der über der Augenbraue zu sehen und das ist halt eigentlich nicht so gut. Also müssen wir halt entweder gucken, ob wir das ein bisschen so hinkriegen zu ziehen oder ob wir das halt nochmal abziehen müssen und oder nochmal neu machen müssen. Die Tänzerinnen müssen alle gleich aussehen, sonst gibt's Punktabzug. Isabelle und Nathalie tanzen schon seit ihrer Kindheit in der großen Rittergarde. Bis sie und die anderen bühnentauglich sind, vergehen schon mal ein paar Stunden. Wir haben uns jetzt um 7:30 getroffen. Ich weiß gar nicht, ich glaube jetzt 9:30. Und wir sehen halt jetzt so aus, es fehlt noch das Kostüm, wir müssen es noch warm machen. Also schon einiges zu tun. Ja. Was bei den Mädels so einfach aussieht, ist harte Arbeit. Die letzten 3 Wochen ist es schon eben wirklich 3 bis 5 Mal die Woche Training und das auch nicht irgendwie mal nur 2 Stunden, sondern am Wochenende standen wir halt knapp 15 Stunden irgendwie in der Halle und jetzt geht's halt richtig los und jetzt wollen wir natürlich auch die Qualifikation für nächste Woche haben und am besten natürlich auch das Ding heute mit vielen Punkten gewinnen. Sie haben sich viel vorgenommen für die Norddeutsche Meisterschaft hier in Baunatal. Während sich die Mädchen noch aufwärmen, stellt sich die Konkurrenz schon mal den kritischen Blicken der Jury. Also die müssen sehr exakt sein. Es muss eine sehr gute und schöne Choreografie sein. Die Ausführung muss vielfältig sein, auch die Tanzschritte und vor allen Dingen auch die Ausstrahlung der Tänzerin. Für die großen Ritter Stadtgarde wird's jetzt ernst. Die Konkurrenz ist stark. Ein solcher Auftritt für Isabelle auch nach über 21 Jahren als Tänzerin immer noch Aufregung pur. Auf der einen Seite freut man sich riesig, auf der anderen Seite fragt man sich, warum mache ich das eigentlich? Aber man kann es nicht richtig beschreiben. Es ist einfach unglaublich gemischte Gefühle. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir jetzt unser Bestes geben müssen, weil sonst funktioniert es nicht. Los geht's, Mädels. Vor heimischer Kulisse noch mal alles geben. Ob das gereicht hat? Am Ende holen sie sich tatsächlich den Sieg. Norddeutscher Meister 2019 ist die Großen Ritter Stadtgarde. Herzlichen Glückwunsch!